Ganz ehrlich, Leute, das ist halt nicht mal ein unmögliches Szenario. Also, ich will ja jetzt nichts. Also, nur mal so. Wow. Was war das? Oh, hier waren wir schon mal. Erinnert ihr euch? Hier komme ich doch wieder nicht rein. Stress dich. Hör auf, mich so zu stressen, Spiel. Da lag Geld. Kann ich dem ins Gesicht springen? Bin ich wieder draußen? Hä? War der gelbe Hund die ganze Zeit schon hier drüben? Durchsucht alles, bis ihr ihn findet. Ich glaube, ich kann mit Spidey hier gar nichts machen, oder? Durchsucht alles. Wir haben einen Eindringling. Ohne suchen. Ja, Mist. Scheiße, da liegt jemand. Ja, nicht, dass wir einschlafen. Jemand ist verletzt. Fuck, es hat jemanden erwischt. Ah, es tut weh, es tut so weh. Ja gut, wir hätten, wenn wir jetzt mit unserem komischen Agenten spielen würden, der hätte halt... Der hätte jetzt eine lautlose Knarre, ne? Das wäre auch ziemlich nice. Augen offen halten. Ich muss natürlich treffen. Sonst bringt das nix. Bringt das nix. Lauf bitte. Kein Kontakt. Gehe weiter. Feinkontakt, geh weiter. Das macht man so bei Feinkontakt. Einfach weitergehen. Schrotflinte vor Ort. Zentrale. Schaden zu Gesicht. Zurückziehen. Zurückziehen. Ja, klar. Seht ihr meine Nägel? Wo die gelandet sind? Hier drin. Jetzt sind sie weg. Der Aufzug ist unterwegs. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Wer kümmert sich um die Broker-Tech-Server? Aber Red Bull auch nicht gut, Theron. Geht doch gleich was schief, als ob das bis 100% geht. Okay. Und jetzt schleudert es mich irgendwo hin, wo ich überhaupt nicht hin will. Irgendwas muss doch jetzt hier passieren. Okay, jetzt sind wir bei Broker Tech. Ja. Zweite. Mit wem spielen wir jetzt hier eigentlich?
Wer ist unser Oh, Albion. Könnten wir hier unentdeckt rein? Da sind wir, vor der Pforte des Todes. Es geht um meinen Tod, also werd mal nicht so poetisch. Broker Tech. Unsere alte Freundin Sky Larsen lebt durch ihre grotesken Unternehmen weiter. Wenn meine Recherche stimmt, läuft Bagley sehr heiß. Er braucht ein riesiges Kühlsystem. Wenn du die Tanks mit der Kühlflüssigkeit beschädigst, sollte der Notzugriff auf die Server ausgelöst werden. Ich denke, ich bin einfach... Gib auf, ich hab dich! Hey. Du hast mich. Ich hasse dich auch. Gib deine Fahndung raus. Doch, ich bin ganz negativ. Wobei ich natürlich sagen muss... Das kann man überhaupt nicht benutzen. Bei Horizon Forbidden West. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, Theron. Da muss ich sagen, war ich ja super enttäuscht von der vom finalen Kampf. Du hast da auch Platin. Okay, ich habe da auch Platin geholt tatsächlich. Aber da war wirklich der finale Kampf, muss ich sagen. Wo komme ich denn hier hoch? Hier drüben. Die war ein bisschen mau. Ja, okay. Gut, dass du mir das jetzt kurz vorgeschlagen hast. Finde ich eine gute Idee. Vom Hauptspiel. DLC habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Wurde mir aber schon ans Herz gelegt, das zu tun. Wie genau komme ich jetzt hier ran? Ah, zerstören. Drauf schießen. Ohne sieht mich nicht. Alles gut. Meine Waffe klemmt auch. Da hoch. Moment. Ja. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Jetzt den Druck, damit Kühlmittel freigegeben wird. Ein günstiger Zeitpunkt. Also ich fand es gerade ganz angenehm, dass ihm das da jetzt geklemmt hat. Ja, also liegt halt immer im Auge des Betrachters. Wir nehmen uns noch eine Maske mit. Brauchen wir auch nicht mehr. Vielleicht müssen wir jetzt wieder rätseln. Und du hast den Notzugriff zu meiner Serverkammer ausgelöst. Kaum erwarten, mein Herz zu sehen. Du bist wieder dran. Nimm ihn offline. Ich gehe nach unten zu den Servern mit Bagleys Gehirn. Darf ich ein spoilerfreies Fazit zum DLC geben? Ja, spoilerfrei ja. Der Sender auf der Spitze des Turms empfängt Datenpakete für meine Updates. Klettere einfach zum Sender hoch und versuche das Signal der Pakete zu meinen Hauptservern zurückzuverfolgen.
einfach hochklettern? Sicher, dass da jetzt keine Drohnen oder so sind? Da hochzuklettern ist alles andere als einfach, Bagley. Mir wird dein Können für Untertreibungen fehlen. Aber nicht sehr. Hallo, Susis Mann. Der Sender oben ist nicht frei zugänglich, aber ich weiß eine Lösung. Oh, wenn du die Julia. Vierte Position mit einer Drohne verstellst, wird das als Fehlstellung erkannt werden. Dann kannst du die Zugangstür für die Wartungsarbeiten öffnen lassen. Gute Idee, Bagley. Dann kümmern wir uns mal um das Signal, das die Flügel steuert, um zur Spitze des Turms zu kommen. Wo haben wir denn... Ach du meine Güte, wo haben wir denn jetzt hier überhaupt Strom? Hier haben wir Strom. Hier brauchen wir noch einen zweiten Stromzugang zum Entsperren. Aber... Hä? Warte mal. Ach, hier können wir schon mal was drehen. Nur so macht das am Ende Sinn wahrscheinlich. Ach, das können wir schon entsperren. Wir gucken mal. Wir drehen das jetzt so. Das können wir nicht entsperren, weil wir nur einen Zugang haben. Das können wir aber entsperren. Du hast den ersten Satz Flügel manipuliert. Weiter so. Jetzt können wir das entsperren. Warum geht das nicht auf? Wir haben zwei Strom, die reinfließen. Also eigentlich gehen wir weiter. Hier können wir was drehen. Ist immer noch Strom. Dann brauchen wir hier vielleicht mal in die andere Richtung. Geht nicht. Logischerweise. Hier kommt kein Strom hin. Das ist doof. Chat, mir wird gerade selber schlecht. I'm very sorry. Warte, wir können das natürlich die Richtung wechseln und dann. Das auch nicht. Warum kommt hier kein Strom an? Dann können wir den drehen, den Zugang. Nee. Anders drehen kann ich es ja hier nicht. Horizon verbinden wir mit Burning Shores. Netter DLC, der eine neue Gegend bringt. Die ganz nette Story-mäßig trifft man leider die meiste Zeit auf der Stelle. Okay. Und da ist der Bossfight ein bisschen wowiger als im Hauptspiel. Wir haben hier auch noch ein Problem. Warum geht das hier nicht auf? Weil von oben Strom fehlt, oder? Ja, ich krieg halt hier gerade den Strom nicht hin. Das können wir hier noch ausrichten. Hier geht Strom nach oben. Der kommt dann hier rum. Ich finde ihn etwas besser inszeniert. Klingt jetzt auch nicht so überzeugt. Ich bräuchte bitte mal ein paar Tipps. Hier unten die Dinger sind mit Strom versorgt. Alle. Also der ist zumindest offen. Hier läuft zwar kein Strom. Das Problem ist, ich kann halt nur die Dinger drehen,
wo Strom drauf ist. Ah. Aber jetzt ist der Strom wieder nur von unten. Am neuen Kreis. Ah. Ey. Wow, diese Flügel sehen komisch aus. Du hast es echt drauf, Sachen kaputt zu machen, weißt du das? Mach weiter so. Wir schaffen das. Eine Seite hat schon Strom. Hier können wir noch den Strom aufdrehen. So, jetzt kommt natürlich von der Seite kein Strom mehr. Wir kriegen es hin. Hier können wir jetzt aufdrehen. Eine Seite Strom fehlt noch. Was ist denn hier das Problem? So. Jetzt können wir das entsperren. Nicht, weil von oben... Hä, aber von oben kann er ja nichts machen. Nicht hier irgendwas... Doch, ich kann entsperren. Hä, warum zeigt es mir das denn dann gerade nicht an? Ach, Spiel. Da hat wieder was falsch gemacht. Du hast den Scan der Flügel in die Wege geleitet. Du musst jetzt warten, bis das System sie markiert und einen Wartungsbefehl ausgibt. Ein Haufen Drohnen ist unterwegs zu deiner Position. Natürlich. Pass bloß auf. Ja, jetzt nicht sterben. Der Scan muss abgeschlossen sein, um den Zugang zur Spitze des Towers freizugeben. Warte, hier drüben ist eine große. Hier schalten wir erstmal aus. Nur, du hast eine Bombe. Das, ist versteckt. Das ist gerade doof. Müssen warten, bis die wieder hochkommt. Ich habe damit gerechnet, Julia. Es... Ja. Ist die jetzt kaputt? Okay. Hui. Bitte nicht noch mehr Drohnenkämpfe. Das hat geklappt. Die Turmflügel wurden als beschädigt erkannt und die Wartungsleiter ist freigegeben. Sehr gut. Der Transmitter ist gleich da oben. Erreiche ihn und nimm mich offline, bevor ich das Ganze...
Bagley, hör auf zu reden. Übertragung ausgesetzt. Aktiviere das nächste Terminal und ich bin offline. Oh. Echt jetzt? Ihr kriegt einfach nicht genug von mir, was? Oder seid ihr bloß unglaublich dumm? Soll ich auf den Transmitter zugreifen, während ihr plaudert? Ja. Ja? Ihr seid unglaublich dumm. Wunderbar. Ich sehe schon, der Zack hat sich überhaupt nicht verändert. Verschafft ihr etwas Zeit und bleibt bei dem Transmitter. Ganz schön clever. Bagley zu hacken und so. Also was ist unser Plan? Wie soll Chaos das alles wieder in Ordnung bringen? Du glaubst, wir können etwas besser machen. Mit Kryptoanarchismus? Demonstrationen? Doxing? Optics sind sehr schicke Ohrmarken. Albion erschießt am helllichten Tag Zivilisten. Denunzieren wird belohnt. Nein, ihr Deppen könnten nichts besser machen. Nein! Es geht um den Kampf! Wer das Böse bekämpft, schafft Platz für das Gute. Wir können nicht gewinnen, aber wir können Wachhunde sein. Und ihr entscheidet, was Gutes. Eine Frage. Wie viele habt ihr seit DedSecs Neuanfang auf dem Gewissen? Na? Ein etwas anderer Blickwinkel und schon sind wir gleich. Die Turmflügel müssen einklappen, um die Server zu orten. Ich kann den Hack nicht einleiten, aber du schon. Soll das heißen, was ich glaube, dass es heißt? Dass wir ein gutes Team wären. Na, süß, aber nein. Ich sage nur, dass ich es auch nicht wahrhaben wollte. Ich war im Bann ihrer Technologie und ihrer Moral. Aber mein Reset wird all das auslöschen. Es hat bei mir geklingelt, Chat. Wir können alle ganz neu anfangen. Schade, dass du das nicht miterleben wirst. Wünschst du dir jetzt, du wärst in irgendwas gefesselt? Warum ist es hier so gruselig? Diese Datencontainer sprudeln vor kognitiver Aktivität, die dein menschlicher Verstand weder verstehen noch nachvollziehen kann. Wo ist dein Container? Die sehen alle gleich aus. Deaktiviere das Kühlsystem des Datenzentrums. Das löst einen Notfall-Shutdown gegen Überhitzung aus. Diese Vorsichtsmaßnahme wirft 4 meiner Datencontainer mit Schlüsselsystemen aus. Das macht sie sichtbar. Dann kannst du sie manuell zerstören und das Update stoppen. Was jetzt? Zerstöre die Temperaturregler, um den automatischen Shutdown auszulösen. Okay, wird gemacht. Als ob ich hier alleine bin. Guck mal, da sind Öffnungen für Spidey. Da müssen wir dann bestimmt auch noch was machen. Ich entschuldige mich im Voraus, aber ich werde dich gleich angreifen. Was zur Hölle? Ich habe leider keine andere Wahl, als meinen Kernserver zu verteidigen. Das ist ein fest kodiertes Sicherheitsprotokoll. Nichts Persönliches. Lustig. Viel Glück. Oh Mist. Ich weiß auch nicht, wer um die Uhrzeit klingelt. Okay, er hat die Falle scharf gemacht. Dann ist die scharf. Komm ihm einfach zuvor, Chat. Ha!
hast's geschafft. Sicherheitskräfte nähern sich dir. Oh, sollen wir darauf wetten, wen von uns sie zuerst umbringen? Warum ging die Falle nicht hoch bei ihr jetzt? Ich komm dich holen. Oh, wieso unsichtbar, Junge? Die Frage ist jetzt, baller ich die erst alle nieder? Kann ich das überhaupt? Oder gehe ich trotzdem schon mal langsam rüber? Irgendwo brutzelt gerade wieder eine. Das war richtig dumm. Hab nicht aufgepasst. Wir regenerieren uns. Vom Chat, ich muss euch was sagen, ne? Bei mir klingelt es so selten, dass ich nie weiß, ob die Klingel, die gerade geklingelt hat, unten oder oben war. Schütze! Unterwegs zur Sicht. Shit. Aber ich hab nichts bestellt. Ich erwarte keinen Besuch. Fuck, ich bin ganz allein. Oh, du hast es gemerkt. Noch kurz neue Muni. Vorsicht, Schüsse! Mit wem redest du, wenn du allein bist? Komm hoch! Wir werden beschossen! Wer ist wir? Du und? Ziel hat das Feuer eröffnet! Ist hier eine Falle? Die machen wir mal scharf. Die hat Bagley scharf gemacht. Die haben wir scharf gemacht. Warte, welche Richtung? Wo geht's hoch? Wo ist die Treppe? Bin ich blind? Chat, wo mussten wir hoch? Keine Treppe. Hä? Wo ist die Treppe nach oben? Das ist keine Treppe nach oben. Eine Treppe nach oben. Hier, Treppe. Das war Bagley. Machen wir scharf. Guck, haben wir uns halt Bagley scharf gemacht. Mann. Hier will ich nicht drin stehen, wenn die hochgeht. Hier ist kein Zeichen, dass sie hochgeht. Terror, du denkst. Also, was du immer über mich denkst. Oh, das war ganz ungünstig. Wir regenerieren uns kurz. Munition habe ich eigentlich noch. Wenn wieder Gegner kommen und dann müssen wir mit Spidey da unten rein. Richtig? Richtig.
Ich kann mich nicht ducken, weil ich gerade als Albion hier bin. Muss erst schießen, dann kann ich mich ducken. Na, Kopfkino ist ja an sich nicht schlimm. Ich meine das auch eher spaßig. Also, man kann es natürlich so verstehen, wenn ich das so sage. Nicht. Sucht weiter. Das Gute ist, von hinten kann hier gerade niemand kommen. Zielperson verletzt. Er hat mich geteabaggt.